durch das Fenster. Ach, du gehst einmal durch, du Spacken. Warte. Aber ich mach das doch immer heile. Ja, mit irgendwelchen Blöcken. Wieso muss denn da Glas hin? Braucht man doch gar nicht. Kann man doch Erde hinmachen. Ja, hier geht, guck Sebastian. Ja, das kenne ich. Ja gut. Da war ich mir jetzt nicht sicher. So, kommt man offiziell rein. Wo habt ihr euch vorhin eigentlich die ganze Zeit gematcht? Sebastian. Oben bei den Porkies. Ach so. Auf dem Weizenfeld. Ich war da gerade am Abbauen. So, auf einmal kommt der, ey, haut mich die ganze Zeit so mit der Faust so. Ja, und dann kamen auf einmal noch drei andere so. Ich war voll überrascht. Ja, der Sepp ist ja voll Imba, ey. Ey, mein Freund. Ist der verzaubert oder was? Ja, nee, weißt du. Boah, leuchtet er immer so. Lass mich in Ruhe, Junge. Aber guck mal, seitdem das hier repariert ist, ne, gehen hier auch mal ein paar Zombies kaputt und Monster. Nice. Das kenne ich noch gar nicht. Kennst du das nicht? Nee. Was denn? Ich hab da Millionen Sticks Pfeile und Schießpulver. Ach so. Und warte mal, bleib mal hier, Sebastian. Nee. Nee, warte mal da, kurz. Hast du drück Schalter, Fall runter. Nee. Warte. Ich habe hier unten noch eine Mob-Farm. Wenn ich hier den Knopf drücke, dann ändert sich da oben was. Warte. BTF. Jetzt werden die Monster quasi zu mir gespült, wo ich die abschlachten kann. Ach so. Lol. Gut, schreib doch mal. Und dann ist dieselbe Mob-Farm wie in der Wüste, ne? Voll, kannst du dir vorstellen, ich baue dir so 5 Stunden lang hier rein oder noch länger und dann spawnen hier keine Monster. Haha. Alles ich in der Aufnahme natürlich, ne, boah. Ne, boah. Ich glaube, wenn ich die Mob-Farm baue, ja, geh weg, dann mache ich hier von ganz oben bis ganz unten. Was mache ich dann, wenn Mapwechsel ist? Baue ich hier. Ja, aber nicht mal mir in der Nähe. Ne, das ist bei mir dann direkt zu Hause. Mein Aussicht. Guck mal, ob Teddy reinkommt oder tot ist. Oh, ne, warte, er sneakt da in der Ecke. Das ist nicht der reguläre Weg. Ey, ich höre, du warst halt kaputt. Oh nein, jetzt habe ich mich einen zu früh rausgegraben. Und wie kommst du jetzt wieder raus? Ich? Hier oben. Ja, die Abspülung ist kaputt gemacht von der Valve, glaube ich. Toll. Ich hab dir was kaputt gemacht, ich weiß nicht mehr, wer ganz geht. Ja, toll. Und doof ist ich aber auch nicht, weil ich da nicht gebaut habe. Aha. Hier kommt man raus. Ah, kannst dich runterspülen. Ja. So, ich bin drin. Wo seid ihr denn jetzt hin? Da draußen. Lol. Wir sind jetzt draußen, ja. Ihr Wichser, ey. Ich hab übrigens schon Aufnahme laufen, also. Ach so. Hast du das aus der Aufnahme an, oder was? Ja, klar. Du Spacko. Du Spacko mit der Axt. Ich hab schon 3 Minuten. Oh nein. Doch. Ja, willkommen zurück zusammen. Ja, willkommen zurück zusammen. Nein, wir können auch nochmal anfangen jetzt. Nee, mir ist Latte. Ich kann dich auch kaputt schlagen, Junge. Nee, ich kann dich kaputt schlagen, Junge. Obwohl, nee, so nackt wie ich bin, nee, ja nicht. Ich habe noch eine komplett verzauberte Rüstung in der Kiste. Ja, nehme ich die. Da kommst du nicht rein, das ist in der Ender Chest. Also. Wolltest du mal bei mir vorbeikommen? Ich habe auch ein bisschen, gut, das meiste ist abgefackelt, aber... Ja, warte, würde ich mir gerne mit angucken, warte. Dann starte ich mal die Cam und dann die Aufnahme. Das meiste ist abgefackelt. Ja, ich hab das angezündet alles. Ach so. Abgefackt. Warum? Ja, Mapwechsel, scheiß drauf. Ach so, du hast alles angezündet. Ja, aber es dauert noch bis zum Mapwechsel, ne? Das ist mir doch egal, da baue ich jetzt nicht weiter, wenn das dann im Monat weg ist. Ich baue da weiter. Ich mach nur noch Scheiße jetzt. Die ganze Zeit schon. Weil die meisten sagen ja auch von wegen, lohnt sich nicht, bis der Map-Wechsel. Aber dann darfst du ja gar nichts erbauen, weil immer ist irgendwann ein Map-Wechsel. Ja, ja, nee, gut, das ist klar, aber, ne? Aber guck mal, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, ne? Eben. Ich bin jetzt auch so ein bisschen demotiviert, noch irgendwas Aufwendiges zu bauen. Deshalb werde ich mich jetzt, glaube ich, mehr damit beschäftigen, die anderen zu nerven. Hardcore nerven. Deswegen, ich plane jetzt gerade schon Sachen, die man auch mit den Slime-Blöcken machen kann. Wolltest du nicht zum Sebastian? Sorry. Das wird richtig krank. Achso, ja, warte, ich wollte mal eben die Aufnahme starten. Achso, ja. Ich mach da mal die Kamera. Er läuft hier wieder verpeilt rum und guckt nur doof in jede Kiste. So. Der typische Minecraft-Idlen, so. So wie früher in WoW immer ums Aha rumlaufen. Das ist total behindert, ne? Ja.
Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? In Wirklichkeit hast du überhaupt nicht gesehen, was in der Scheißkiste war. Nee. Man ist einfach nur da. Wir sind denn hier Peter. Zwei so komische Löcher, Peter? Ja, da sollte noch was rein. Ich glaube, der Heiko wollte einen Aufzug reinbauen. Was ist? Der PC, ne? Ich schwöre, der ist so awesome. Ist der gut? Der ist einfach so... Krieg ich die Hälfte von ab? Komm, so unnormal krank. Ich sag dir, ne? Ich render stundenlang. Ich fühle an der CPU, da ist nix. Der ist gar nicht warm, der Kühler. Null. Selbst, das war nicht die CPU, da war das Gehäuse. Also, ich hab den, ich hab den an der Seite immer offen. Den Fehler mache ich auch immer. Gehäuse ist kalt. Ich fühl, so, warte, klatsch mal, ne? Ja, mach doch, klatsch doch, Junge. Junge, und 3, 2, 1. Willkommen zurück. Aua. So, Kraftattack. Wollte ich nur mal hauen. Hau mich nicht. Du mich? Ich bin nackt und hab nur eine Schaufel. Ja, und hast wahrscheinlich nur ein Herz, wenn ich dich kenne. Nee, ich bin sogar voll und hab 60 Kartoffeln dabei. Geil, ne? Ich komme jetzt eine Kartoffel. Oh, wow. Ich hab nur Hähnchen. Ah, cool, danke. Es wird gerade dunkel. Ihr könnt ja mal ganz kurz vom Server gehen, dann geh ich kein Bett. Bock. Doch. Nö. Ja. Doch. Ich komme jetzt rüber. Wir kommen jetzt auch rüber. Ich kann nicht vom Server gehen, dann sehen die IP. Oh. Echt? Nee, aber vielleicht ja doch. Nee, die wird gar nicht angezeigt. Da steht ja nur Craft Attack, so und so, hab dicke Eier. Ah ja, stimmt. Warte mal kurz, ich mach mal kurz das hier an, während wir kurz zum Sebastian laufen. Willst du den Server crashen? Nein, ich mach mir nur mal ein paar Hühner fertig. Nein, Hebel muss unten sein, sonst Server crash, Peter. Hast du selber geschrieben. Ja, man darf nicht in den Server, man darf jetzt nicht offline gehen. Nee? Nee, also wenn das jetzt weiterläuft, dann hast du irgendwann ganz wenig FPS in der Ecke. Okay. Oh, nix gut. Und wenn du gerade noch laufen kannst, dann ist die gerade frisch. Ah, ne, hier oben. Also bei mir hat sich gestern ein Creeper hinter der Hühnerfarm hochgejagt. ja. Ne? Dann waren die alle da. Aber ich habe die einfach alle am Leben gelassen. Ja, geil. Hier gehst du. Wo wohnst du denn? Bei deinem Smiley? Ja. Wo das ist der vorne Ausgang. Guck, hier werde ich runtergespült. So. Ich laufe auch nicht, wenn ich runtergespült wäre. Ich bin vielleicht nicht doof. Ich werde da runtergespült. Du Stück Scheiße, ey. Kopf im Klo. Ja, freust dich schon? Ja, ich muss das aber noch sauber machen. Aber wie gesagt, ne, ich muss vorher mal richtig dringend und richtig heftig da reinkacken. Da ist ein Zombie mit einem Diaschwert und einer Eisenrüstung. Hat er dich kaputt gekloppt? Ach, hebt ihr die denn auf, die Sachen? Ja, klar. Ist das neu? Wo ist der denn? Töte den, das ist mein Schwert. Krass. Wow, Creeper. Hast du das Schwert noch aufgehoben? Hm. Oder ist das... hat's der Creeper zerstört? Ich glaube ja. Wie gewonnen? Manu, meinst du auch fast kaputt? Wie gewonnen, so zerronnen, wa? Ich hab ja eh schon. Aber du hast... Nee, war es auch meins. Aber ich hab deine Eisenrüstung hier. Ah, geil, dann habe ich zumindest schon eine super abgefuckte Eisenrüstung an. Ach nee, die ist gut noch. Hey, die ist doch nur gut. Das ist deine. Die kann man nur mal nehmen. Aber wie geil, weißt du? Da droppt er das und dem Moment gegen Creeper auch alles weg. Das ist ja auch viel zu dunkel. Ich hatte mich vorhin schon gewundert, warum ein Zombie mit Eisen, mit Dia-Schwert war, aber ich wollte mich mit der Faust nicht mit dem anlegen, weißt du? Wie kommt man? Auch bei Hero war da doch. Da hatte doch einer die epicsten Sachen an, so ein Zombie. Ach ja, weil er jemanden getötet hat, ne? Genau, und der hat jeden gewonnen, der Zombie. Das ist die großen. Ach so, wo kommt man überhaupt rein hier? Durch das Wasser springen. Und dann hochschwimmen oder was? Nee, hier einfach rüber. Geradeaus. Klatsch. Ah, okay. Ist aber aua. Ah, scheiße. Ist du runtergefallen? Ja, ja. Aha. Ja, warte, ich kann dir jetzt was essen. Warum hast du denn hier so eine Kiste so voll merkwürdig, ey? Ja, die ist voll stylisch. Also die finde ich richtig, das ist eine richtig schöne Einbaukiste. Also. Warte. Ja, guck mal, musst du dir mal angucken, Peter. Wir sind da rübergesprungen. Ja, einfach reingesprungen, Sprung festgehalten und weiter geradeaus gelaufen. Ah, cool. Du musst einfach im Laufen durchspringen. Ah, also ich schwimme da durch, hier, Ochsen. Mein Gott, ey, voll wie Kobbel, ey. Guck mal, ist das denn? Hier oben, wir kommen hier rein, da ist ein Gang nach drinnen. Mein also. Gott. Hä? Hallo, Peter. Für ein scheiß Eingang. Obwohl, bei dem Server brauchst du das, hier grieft ja jeder alles ab. Hier, guck mal. Dann gehen wir auf den Sack. Guck mal, die ist doch gut eingebaut, die Kiste, oder? Schön, ne? Ach ja, was kann ich davon gebrauchen? Aber ich kann immer Erde rein tun. Ah ja, ich spende auch nochmal 7 Erde. Hier hast du noch ein paar rohe Hähnchen. Und noch ein bisschen Moos. Aber die hier ist doch auch schön. Die dazwischen.
Die ist auch gut, ja. Obsidian, gut, ne? Na, hier kann ich mir Obsidian holen. Sehr gut. Okay, da hast du eine Kuhfarm, rohes Rindfleisch, geil. Ja, da bringe ich gleich hin. Komm mal hier hin. Klar, hast du Bücher? Nicht mehr. Hast du Bücher? Fast am Schreien schon? Hab ich alles abgefackelt. Gib. Hier runter, komm. Aber hab ich überhaupt das selber? Ja. Was hast du für Wege? Bist du behindert? Ist perfekt. Es ist perfekt. Aua. Okay, das hier geht ja einigermaßen. Guck mal hier unten. Obwohl, nee, warte, bleib oben. Das machen wir gleich. Das ist... Okay, Moment. Was ist da? Also hier sind Gänge nach links und rechts. Hier habe ich alles eigentlich mit Holz gehabt und so. Ach, hier brauchst du einen Verzauberungstisch? Habe ich schon. Okay. Habe ich auch. Da steht aber ich nehme einen mit. Da habe ich eine Reserve. Ja. Lol, ey. Peter nimmt alles mit. Ja, sonst habe ich hier noch nicht wirklich viel. Dasselbe habe ich halt nochmal auf der anderen Seite. Und mein Lager, das ist hier drinne. Ah, okay. Und der Turm, der geht bis Höhe 170. Habe ich alles freigebuddelt. Hattest du Zeit, oder was? Ja. Ist da gar nichts drin? Gar nichts, nee, noch nicht. Das soll dein Lager werden, ein Jump'n'Run zu den Kisten, oder was? Ja, komm. Das war echt so gedacht, ne? Achso, damit nicht jeder Spacko dir was upgreifen kann, nur natürlich. Ja, das ist ja schön so. Ich brauch mal eben die Ast und dann so voll hoch. Hinspringen, weißt du? Und irgendeiner, der kommt dann, ja, und denkt sich, ach, was ist denn in der Kiste da? Ich hätte sogar eine Schaltung machen können, dass ich bestimmte Falltüren auf und zu machen kann. Das wäre auch gegangen. Komm, ab nach unten. Ja, warte, ich wollte einmal gucken. Ich wollte nur wieder den Dreck hier wegmachen, den ich gebaut habe. Wo geht's denn hier lang? Der Heilung. Unten in den Brunnen rein. In welchem Brunnen? Achso, am Anfang da wieder der. Ja, ja. Na, warte, ich bin sofort da. Ja, guck mal alle Kisten. Hier ist Leder drin, ich nehme mal ein bisschen Leder mit. Ich nehme mal ein bisschen Leder mit, alles weg. Ach, ich hab so vieles. Vor allem, wie legst du denn hier den Boden, Alter? Was denn? Ja, in was für komischen Mustern hier, so irgendwie. Habt ihr noch Sand? Ich hab doch gesagt, dass ich das abgefackelt hab. Du Lustigen. Ich brauche 6 Sand. Hier war fast alles aus welche. Holz, Mann. Ist doch voll easy. Ich hab alles angezündet. Du musst in deine Wüste gehen, in meine Wüste. Ja, gehst du in das Höllenportal und dann dahin? Ja, in meine Wüste. Ja, dann geh doch dahin. Die hab ich gefunden. Wo musst du denn hin, Mann? Also runter in den Brunnen rein. Ja? Jo. Ja. Oh, geil, eine Dia-Pickaxe. Geil. Kann ich den Amboss mitnehmen? Nee. Oh, Mano. Guck mal, kennst du den schon? Den Amboss brauche ich noch. Hier ist eine Kiste. Ach so. Hier, Sebastian, guck mich mal an. Oh, hier ist ein Jump'n'Run. Ich nehme halt die beiden Sachen mit, ne? Ja, mach ruhig. Brauchst du eh nicht, oder? Hier, guck mal da, was da hinten drin ist. Mach mal die Kiste zu. Oh, eine Diamantenspitzhacke. Warte, mach doch mal zu. Ja, warte, ich muss da gucken. Da sind Enderperlen drin, nehme ich. Aua! So, mach das scheiß Kiste zumachen. Okay, was ist denn dahinter? Noch eine Kiste, sag mal. Oh. Ja, willst du mal reingucken? Da sind dieselben Sachen drin wie bei mir. Komisch, ne? Ja, ich hab genau dieselben Sachen wie hier da drin. 6 Stacks Schwarzpulver hab ich was. Yeah. Mach nochmal auf. Nee, kannst nicht rausnehmen. Nee, ich will auch nur einen Dia reinlegen. Ich hab zwar noch keine Endertruhe, aber der ist schon mal safe. Und wie kommt man hier raus? Da oben abbauen, ganz oben einfach über dir. Aha. Das hat ja für einen Sinn. Ja, guck mal, wo du jetzt bist. Ah, so komme ich also ganz schnell zu deinen guten Sachen. Achtung, Skelett! Ist ganz schön dunkel. Pass auf, Ted. Nö. Er erntet dir einfach alles ab. Ja, ich brauch was. Hast du das gesehen, hör mal? Pass auf, Creeper! Bin wieder hier raus, ey. Wo denn, bei mir? Hilfe! Ja, ich hab schon. Hilfe! Und? Oh, schade. Hat dich nicht erwischt, Peter. Interessant. Vor allem eigentlich müsste ich das Creeper-Face nochmal aus Glowstone machen. Ja komm, lass deine Luft hier. Ja, lass eben nochmal machen. Hier, Sebastian, ich kann dir auch ein paar Glowstones geben. Warte, hier, die hatte ich gerade abgebaut. Der Peter, mit der Blödspitzhacke kriegt man alles wieder. Der Peter ist bestimmt hier nachts immer drauf und verlegt neue Netzwerkkabel in den einzelnen Häusern. Und wenn hier Finale ist, dann hat er da seine Schwarzpulver-Farm hast du dann hart gerockt bis dahin. Und du und Craft seid hier die ganze Zeit inkognito drauf.
und füllt die Häuser, ja, ne, oder? Ist richtig, ja, ne? Ja, klar. Seid ihr wie so ein... Ich hab fast 2 Stacks jetzt. Wie so ein Vulkan abging, echt? Ja, sollen wir mal meinen Berg oben sprengen? Da ist, glaube ich, noch was verlegt. Ach, wartet mal, Peter, das Heftigste habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Komm mal kurz mit. Oh, warte, okay. Obwohl, und dann sprengen wir meinen Berg oben. Warte, wir können auf der Linie bleiben, Alter. Fickt euch. Genau, töte die mal. Was ist denn da? Da kann ich die upgriefen. Meine Muku-Farm. So. Weil sind so viele Viecher, Alter. Oh, ich sollte mal... Ja, das ist echt krank. Boah, hier sind richtig viele Viecher. Nee, ich warte lieber, bis einfach durch tot ist. Boah. Ich hab 31 Level, bitte nicht. Was soll aus meinem Buch, dann helfe ich dir. Ja, von mir aus. Alter. Ich hab mehr als genug EP. Alle weg da! So. Ich kann dir gleich echt was verzaubern, wenn du willst. Oh, geil. Ja, ein paar Bücher. Bücher? Weil EP habe ich mehr als genug, du siehst gleich auch warum. Achso, du bist der Kuhmann. Wir sehen dann alle in der Folge. Ja, kennen sie doch. Oh, was ist das denn? Kommen sie rein, da fallen die Babykühe durch. Geht mal weg. Ja, ich will da weg. So, kommt hier rüber. Mein Gott, wie viele Kühe hier sind. So voll die wabernde Fleischmasse, Alter. Was ist denn hier los? Das ist aber auch echt die übelste Massentierhaltung, ne? Das ist ja besser als bei meinen Hühnern. Und jetzt kann ich hier unten... ein TNT reinlegen und alle sind tot. Nee, das nicht. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, die ganzen Babykühe von so einer ganzen Horde habe ich alle in die Stadt gelockt. Achso, du fütterst die aber von unten oder wie machst du das? Nee, nicht von unten. Pass auf, ich habe jetzt gerade leider nicht so viel. Das ist das Problem. Aber wenn ich jetzt... fütter, pass auf. Ist ja besser als im heftigsten Saunaclub. Jetzt pass auf, warte. 50 geile Kühe. Ach scheiße, ich brauche noch eine. So, jetzt pass auf. Ach so, die ploppen dann hier vorne raus, oder was? Ja, das sollte eigentlich der Fall sein. Weil das da so voll ist. Ach, weil das so voll ist? Ja. Ach so. Ja, nee, die reagieren gerade nicht. Es ist quasi ein zum Bersten gefüllter Kuhstall hier, also. Ob ich hier riechen muss. Du kriegst hier erstens EP dadurch, dass du die ganze Zeit passt. Du kannst hier locker 2 Stacks drinne verballern. Und dann kannst du noch die Babykühe hier so rausziehen und größer werden lassen und dann kannst du die töten, anstatt die ganze Horde. Ah. Kann ich die haben? Aber die reagieren nicht. Ich aber weiß nicht, also diese Mobfarm, ne, die kann man in viel, viel kleiner mit dem gleichen Prinzip machen. Ja, indem Kühe immer auf einen Haufen fallen, ne? Ja, genau. Oh, weil ja. Ich hab die gebaut, die funktioniert bei mir nur noch nicht so ganz. Ah, warum? Was weiß ich noch nicht. Doch, ja, ich hab Kühe. Ich hab Kühe da hochgelockt auf meinen scheiß Keep dahin, ja? Die Dreckskühe. Mal zeigen. Können wir machen. Aber jetzt nicht nachher. Heute schaffe ich nicht mehr, Peter. Also. Okay. Müssen wir in der nächsten Folge mal irgendwann machen. Ja, aber die machen nichts. Die reagieren gerade gar nicht auf das Zeug. Nicht? Na. Ja, manchmal sind die dumm einfach. Ja, meine würden ja Goldäpfel essen. So ein. Lecker, Schmackofatz. Ja, wie so ein Piranha-Becken ist das. Ihr habt da noch eine Kartoffel, der klopft euch. So, aber gut, Leute, ich bin mal raus jetzt, ne? Ja, klar. Haut rein dann. Danke für die Aufnahme, euch beiden. Ihr sind noch mehr Kühe. Ihr Dia-Menschen. Ich hab ja noch das Lederkäppchen, hab ich gerade dem Sebastian geklaut. Ja, deine Goldhöschen. Aber gut, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ne, haut rein. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo?